Glück auf und Fang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundskrab. Ui, war das ein Ruckler, weil ich mich eben zu schnell nach Hundskrab umgedreht habe wahrscheinlich. Das heißt, wir stehen hier ja mitten in Hundskrab. Und mal kurz gucken. Haus vom Zordan. Ist niemand zu Hause. Und auch sonst ist, glaube ich, keiner da. Und ich hoffe, ich habe das Chat ausgeblendet. Ei, das sind alles so Probleme, nicht wahr, ihr beiden? Sowas kennt ihr gar nicht. Komm her, ich gebe dir mein letztes Steak. Egal. Du isst ja lieber Fisch, ne? Fisch habe ich leider gar nicht da. Und es geht weiter an der Rennstrecke. Ihr seht schon, da oben habe ich schon mal... da steht überall Hundskrab drauf auf den Planken. Okay. Habe ich schon mal die Dächer gemacht. Und ja... Wir wollen so ein bisschen an dem Renngebäude weiterbauen. Das heißt, habe ich denn noch... Ich habe noch Glas da und ich hatte auch, glaube ich, nochmal nachträglich was in den Ofen gelegt, wo ihr gerade nicht da wart. Hatte ich noch was von den Sand hier, ne? Wo war er da? Hier ist auch noch Sand. Da unten war, glaube ich, noch Sand. Da habe ich ein bisschen was in den Ofen gelegt gehabt. Auch nochmal zu Glas gebrannt. Und ich habe auch noch ein bisschen hiervon gemacht. Denn wir brauchen ja ganz viel von dem, ihr wisst schon, orange gefärbten Glas für das Dach im Grunde. Ja, ihr hattet schon ein bisschen was geschrieben, das habe ich gerade eben noch schnell gelesen, über die Rennstrecke und vor allen Dingen über diesen Teil, der denn da Hexenzirkel oder sowas heißen soll. Oder Hexenzirkel habe ich noch gar nicht gesagt. Ist auch cool, Hexenzirkel. Hexenring oder Hexenkreis oder sonst was. Wollte ich ja so nennen, ne? Also Hexentanz sollte das Ganze heißen. Und ich hatte da schon so eine Idee im Kopf gestern schon und heute habe ich da nochmal ein bisschen rumgefeilt. Ich würde mich gern so eine Art, ihr kennt ja wahrscheinlich alle die Sage von Walpurgis und dass die Hexen sich da auf dem Blocksberg treffen und dann wie wild um ein Hexenfeuer tanzen. Und sowas in der Art hatte ich auch geplant. Wir haben einen kleinen Berg da in dem ganzen Wald. Im ganzen Wald haben wir einen kleinen Berg. Also wir haben im Wald haben wir einen Berg. Und dieser Berg würde sich sehr gut eignen, um da den Blocksberg rauszumachen. Und obendrauf würde ich dann so eine Art Leuchtfeuer setzen. Das wäre auch ganz cool überhaupt für den ganzen Wald. Und hier habe ich tatsächlich die Dinger vergessen. Das gibt's doch gar nicht. Meine Güte. Aufmerksamkeit wie so ein Zebra. Okay, mache ich das jetzt auch hier. Ich habe das überall anders auch schon gemacht, die Balken durchgezogen. Und ja, da würde ich dann so ein großes Feuer aufwerfen. Und um dieses Feuer würde sich dann sozusagen die Strecke schlängeln. In so einem weiten Zirkel, ne? Hexenzirkel, oder passt ja dann auch wieder. Alles gut. Und dann hätten wir nämlich auch für die Hexenwacht sozusagen, obwohl wir da ja nur den Namen nur ausgenutzt haben. Denn eigentlich ist die Hexenwacht ja dafür da, gegen Hexen zu sein. Aber egal, ich denke, das passt ganz gut. Und ich denke, das ist auch dem Zordan recht, wenn wir da seinem Bauwerken so ein kleines Ehrendenkmal auf der Strecke setzen. Dann fehlt im Grunde nur noch von der Showcase, ne? So ein bisschen was mit Eis und so, dachte ich da, weil das ja so eine Eislandschaft ist, würde, glaube ich, ganz gut passen. Ja, denke ich schon, dass das sich ganz gut machen würde. Okay, hier machen wir das so und so. Und jetzt setzen wir erstmal überall Glas rein. Sowas war geplant. Ich will heute noch an dem Gebäude oder in dieser Aufnahme noch an dem Gebäude weiterbauen. Und in der nächsten Aufnahme geht es dann tatsächlich an die Strecke. Denn was bringt uns das? Ein fertiges Gebäude, Start-Ziel-Gebäude sozusagen, wenn die Strecke noch nicht fertig ist. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja, heute ist Sonntag, wo ich das aufnehme. Und ich habe mich wieder ein bisschen schwer getan irgendwie, die Aufnahme zu starten. Weil ich die meiste Zeit in letzter Zeit hier bei Minecraft mit Überlegungen verbracht habe. Wie soll ich das machen? Wie soll das aussehen? Was könnte man noch einbauen auf der Strecke, was dem Ganzen nochmal ein besonderes Flair geben würde? Und darüber hinaus habe ich dann so Arbeiten gemacht, wie hier die Balken draufzimmern. Sehr konzentriert, wie man ja da sehen konnte. So, schon wieder ein Stack weg. Die werden immer noch nicht reichen, weil da geht irrsinnig viel Glas drauf einfach. Gibt irrsinnig viel Glas drauf bei der ganzen Geschichte. Von unten müssen wir dann noch die Beleuchtung reinknäpseln. Deshalb habe ich auch hier noch keine, im Grunde noch keine Balken reingelegt, weil da werden wir wahrscheinlich Redstone verbauen müssen. Denke ich mal. Ja, so wird es kommen, meine lieben tapferen Freunde. Und dann möchte ich nämlich da unten so richtig tolle Beleuchtung reinbauen. Dafür brauchen wir unendlich viel Glowstone, also Nether
Also Redstone-Lampen. So, na? Redstone-Lampen, wenn wir dann eine Menge brauchen. Denn ich zeige euch das auch gleich, wie ich mir das vorstelle. Das soll schon ganz aufwendig werden. Ich habe mir auch überlegt, ob wir hier auf das Dach ein großes FS machen für Formel Schweins. Na, so ähnlich angelehnt an das Formel 1-Symbol natürlich. Aber mal schauen, wie das Ganze dann hinterher wirkt. Man kann nämlich von unten sehr viel schon Teil sehen hier von dem Gebäude, aber nicht das ganze Dach. Das Dach ist ja ziemlich flach und deshalb sieht man das nicht. Das wirkt dann erst so richtig, wenn man hier in das Hauptgebäude reinkommt. Da muss natürlich noch eine große Übertragungswand hin und ein paar Lautsprecher, zumindest angedeutete Lautsprecher, die dann für das Publikum, was hier in dem Gebäude sozusagen feiert und sich feiern lässt, ne? Auch bei der Formel Schweins gibt es natürlich die ganzen Prominenten, die dann nicht jetzt unter den Rennfahrern sind, sondern gerne in einem angemessenen Rahmen sich zur Schau stellen und dann hier dieses Formel Schweins Rennen sich anschauen. Ja, das Dach mache ich jetzt mal ganz orange. Ich hätte auch überlegt, ob man hier vielleicht noch so einen gelben Streifen reinmacht oder so. Nö, erstmal machen wir es ganz orange. Oranje ist ja auch eine wichtige Farbe in Hundsgrab. Da ja gelb und rot, wisst ihr ja, ne? Ergibt orange. Und das ergibt, dass wir zu wenig orange haben. Aber wir können schon mal wieder runtergehen und mal gucken, wie das Ganze denn so jetzt von unten wirkt als Halle. Ja, habe ich schon wieder viel geredet, ne? Gleich zum Beginn. Hupsa. Hier oben kommt das Ehrenpodest hin, das habe ich auch schon mindestens 100 Mal gesagt. Da unten müssen noch überall Fenster rein, wir werden also noch sehr viel Glas benötigen. Ach so, ja, hier, das wollte ich gerne dicht machen. Und zwar hier natürlich mit weißem Ton. Ja, das machen wir schön dicht. Und hier würde ich dann ganz gerne entweder hier die Übertragungswand hin. Nee, hier kommt das Buffet hin. Hier kommt so, hier können die Leute dann stehen und hier hinten soll ein großes großer Übertragungsmonitor hin. Auf jeden Fall, auf der dann die Formel Schweins übertragen wird. Dann können die Leute die sich hier rumdrehen, können sich das Rennen angucken, können natürlich auch rausgehen und auch mal live auf die Strecke schauen. So ist der Plan. Na, das heißt, hier kommt ein großer Übertragungsmonitor hin. Wir müssten also da auch überhaupt gar nicht jetzt groß Aufwand betreiben, was das Glas angeht. Ah doch, von außen muss es ja schick sein. Und hier käme dann der Riesenmonitor drauf, wo man das Ganze dann sehen könnte. Wie so eine Art Kino. Hier an den Seiten würde ich dann so Tische hinstellen, an denen es was zu essen gibt auch eventuell und so. Catering, ne? Darf ja nicht fehlen. Und später können dann die Fahrer hier hochgehen. Und hier ist nämlich jetzt dicht. Hier ist der Durchgang nämlich jetzt genau hier. Hier können die Leute in den Saal rein. Hier müssen über noch Scheiben rein. Natürlich weiße. Ach so, ja, die könnten wir gleich noch machen. Sogar. Ich habe das Mikrofon mal ein bisschen runtergedreht, damit es nicht ganz so übersteuert. Die letzte Aufnahme war sehr, sehr übersteuert. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Man kann das hier hinterher dann wieder runterdrehen mit den entsprechenden Tasten. Bei Outer City, wollte ich sagen, ja. Okay, soweit so gut. Soweit so Knut. Wir werden noch mehr Glas brennen müssen. Da wird uns nichts anderes übrig bleiben. Also mindestens noch, ne? Wenn nicht sogar noch mehr. Hier haben wir noch 11 drin. Da kriegen wir zumindest ein Stack noch mit durchgebrannt. Und hier kriegen wir auch noch ein Stack mit durchgebrannt. Sehr gut. Erstmal ein Apfel essen. Äpfel sind gesund. So, okay. Freunde. Die Übertragungswand. Aus was machen wir? Wir können die natürlich jetzt aus schwarz gefärbten Lehm machen. Lehm schwärzt man ja mit Kohle. Also mit hier, ne? Ihr wisst schon. Tintensäcken von Tintenfischen. Das könnte man machen. Oder mit schwarzer Wolle. Oder mit Seelensand. Auch ganz berühmt, ne? Die Monitore aus Seelensand. Die HD-Monitore aus dem schönen Seelensand. Nein. Wir brauchen schwarze Wolle, Freunde. Dafür müssten wir jetzt noch ein bisschen Wolle abbauen wahrscheinlich, weil so viel habe ich davon gar nicht. Ich weiß, wo ich schwarze Wolle habe. Ich habe eine gute Idee. Wir werden noch ein bisschen Wolle abbauen müssen. Habe ich mein Bett dabei? Nö, habe ich da hinten stehen lassen. Schwarze Wolle. Wir hatten noch Wolle im Heldenviertel. Die holen wir uns gleich morgen. Dann werden wir vorher noch die Schafe nochmal abmähen.
und uns schwarze Wolle besorgen. Denn hier haben wir, glaube ich, keine irgendwo. Nee, vorhin war noch der Tomcat übrigens da. Der ist jetzt aber schon wieder gegangen. Und alle, die sich wundern, warum vom Tomcat momentan keine Minecraft-Videos kommen. Ich glaube, der ist krank. Ja, der ist erkältet und hat eine ganz raue Stimme. Also noch viel, viel rauer als meine. Und deshalb kann er momentan nicht aufnehmen. Das ist natürlich schade. Aber ich wünsche dir von hier auch nochmal, da oben war eine Spinne. Ich glaube wohl die Spinne. Ah, oh, diesen Witz. Wenn man ihn das tausendste Mal bringt, ist auch nicht mehr gut. Mal sehen, ob ich sie mit einem Schuss erwische. Pam. Was? Drüber? Okay, getroffen. So, ihr Schafe. Nein, ich will euch nicht erschießen mit dem Bogen. Seid ihr wahnsinnig? Würde zwar lecker Hammelfleisch geben. Gebraten ist auch gleich. Auch sehr cool. Aber nein, nein, nein. Ihr seid ja unsere Freunde. Schafe sind Freunde, kein Futter. Okay, alles ein bisschen verzögert. Es könnte daran liegen, weil ich gerade nebenbei noch ein Spiel installiere. Daran könnte es liegen. Oder weil Mojang einen schlechten Tag hat. Oder noch verkatert ist vom Silvester. Kann auch sein. Tausend Möglichkeiten gibt es bei sowas immer. Und das Spiel, damit will ich euch so ein bisschen überraschen. Da habe ich mal mich ein bisschen von dem abgewandt, was ich sonst immer so mache. Aber eigentlich auch wieder nicht. Und es ist ein sehr großes und bekanntes Spiel. Und für mich eins der besten Spiele des vergangenen Jahres. Und da gab es jetzt ja diesen Winter Sale und ich habe einen Gutschein geschenkt bekommen. Aber das ist hier nicht die richtige Stelle. Das ist hier nicht die richtige Stelle, um darüber zu reden. Umsonst. Nein, das ist nicht umsonst. Das hast du uns geschenkt, lieber Matrix. Geschenke sind niemals umsonst. So, gehen wir mal rein nach Hundsgrab. Oh, wir haben einiges an Strecke vor uns. Und ich glaube, ich muss mir mal wieder neues Futter runternehmen. Essen wir erstmal die Kekse weg, oder? Kekse sind lecker und müssen weggegessen werden. Ganz wichtig. So, dann sind wir auch wieder voll mit Nahrungsergänzungsmittelkeksen. So. Ja, wo könnten wir Wolle haben? Ich denke mal, hundertprozentig Wolle haben wir beim Heldenviertel. Und dann würde ich sagen, weil wir es ja schon wissen, dass wir da Wolle haben, rennen wir auch genau dahin. Machen wir so, ne? Und dann machen wir die große Monitorleinwand. Da freue ich mich schon drauf. Aus schwarzer Wolle. Wo dann die Übertragungen drauflaufen. Muss man sich natürlich auch... Es ist schöner bei Minecraft ist ja immer, dass die Fantasie... Die muss immer mitspielen. Wenn die Fantasie nämlich ausgeschaltet wird, dann sagt man, was ist das? Das ist doch kein Monitor. Das ist doch einfach nur so schwarze Wolle. Und da sehe ich ja gar nichts drauf. Da wird ja gar nichts übertragen. Naja, Freunde. Aber wie schon gesagt, man muss sich da so ein bisschen seine Vorstellungskraft walten lassen. Und schon kann man sich nämlich die tollsten Dinge vorstellen. Und dann sieht man diese Leinwand auch auf einmal gar nicht mehr aus wie ein schwarzes Bratzding, sondern wie eine Monitorleinwand. Ja, so ist das. Ach ja, das Heldenviertel. Hat er heute schon geschossen? Hast du heute schon geschossen, Heldenklaus? Mutprobe. Ist noch zu früh für eine Mutprobe. So, schwarze Wolle 20. Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Haben wir noch Tintensäcke da? Tintensäcke. No. Glase. Noch mehr Glas. Sehr gut. Dann hier die Dinger. Aber keine Tintensäcke, ne? Wo seid ihr Säcke? Keine Säcke da. Rennen wir ein Stück weiter, dann kommen wir zum Palast und da könnten Tintensäcke sein. Hallo, ihr Hundsgraber. Oh. Alto Belli, was ist denn hier los? Ja, die an der Formel Schweinstrecke wird weitergebaut. Da solltet ihr mal hinkommen. Da geht im März der Punk ab. Können sich gar nicht vorstellen, wahrscheinlich. Die guten Dorfbewohner von Hundsgrab. Okay, Kekse halten aber echt nicht lange an. Die kriegen wir noch aufgefuttert in dieser Aufnahme. 20 Kekse oder was das waren. Von der Schocke, glaube ich, ne? Was ist denn passiert? War hier ein Enderman in Gange? Verfluchten Endermänner. Ich hasse sie. Diese Endermänner. Ewig machen sie alles kaputt. Ewig graben sie überall rum. Hier war nämlich auch noch Wolle. Und ich glaube sogar hier. Aber keine schwarze. Ich drehe durch.
Obsidian. Ist auch schwarz, ne? 45 Obsidian. Boah. Aber die Wand aus Obsidian machen? Nee, den heben wir uns auf. Den brauchen wir mal, wenn wir was Unzerstörbares brauchen. Obsidian habe ich ganz schön lange überlegt eben, ne? Okay, hier sind auch keine Tintensäcke. Naja, gut. Das ist eine ganz schön gefährliche Ecke hier. Weil, guck mal, da ist noch nicht mal Wasser drunter. Da kann man auch stürzen und tot sein, bis man tot ist auch. Aber hier. Hapsa. Boah, ganz schön tief eingetaucht ins Wasser. Dann holen wir uns halt hier ein paar Tintensäcke. Frisch vom Fisch. Ich weiß, Tintenfisch ist ja gar kein Fisch. Ist ja eigentlich ein Wirbelklaus-Wesen. Okay. Unterschwimmen. Draufhauen. Auffangen. Sind vorbeigeglitten. Gib mir die Tintensäcke. Kein Platz? Tannensetzlinge weg. Schnell auftauchen. Oh je, oh je, oh je. Autsch, 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 autsch. Oh. Ja, ich weiß, ich habe keine Wasseraffinität oder so. Wasser, kein Wasseraffe. Was denn da? Habe ich das Feld angelegt? Könnte sein. Na, wo ist er? Ah, ich glaube, er hat ihn eingesammelt. Sehr gut. Schwimmen wir hier nochmal ein bisschen weiter. Ich glaube, hinten in dem See ist auch immer noch was bei der Mumienruhe. Können wir uns auch da die Tintensäcke holen? Schon wieder Hunger. All die Kekse sind sehr süß, aber nicht sehr nahrhaft. Wir haben bestimmt irgendwo noch Tintensäcke in irgendeiner Kiste. Bin ich mir fast 99,99753% sicher. Und hier waren auch mal Tintenfische drin. Heute natürlich nicht, klar, Logo. Warum auch? Heute natürlich nicht, ne? Kein einziger Tintenfisch. 10 Tintensäcke, na super. Wartet's ab. Ihr Tintenfische, das gibt bittere Rache auch. Ja, was soll's für eine schlimmere Rache geben, als sie sowieso immer totzuschlagen? Fragte sich der Mann. Oh, rot. Kein Platz. Oh, mein Gott. Ja, ich merke das ja auch immer bei jeder Aufnahme, die ich in den letzten Tagen mache, dass ich so ein bisschen Heißhasser bin. Und, ja. Aber es sollte reichen. Wir haben jetzt 10 nochmal. Da können wir, ja, können wir genug von färben. Passt. Zurück zur Baustelle. Wir wollten heute richtig was schaffen. Und was haben wir geschafft? Wieder nur durch die Gegend gefetzt. Gepfeffert. So, Freunde. Also wieder zurück zur Formel Schweins. Und wir wollen die große Monitorleinwand bauen. Und auch noch ganz viel Glas unterbringen. Schon wieder fast am Verhungern. Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, Kekse sind echt so wenig nahrhaft. Das gibt, ist unglaublich. Wir haben jetzt fast in einer Folge, wo wir am Anfang sogar noch ein Steak gegessen haben, so eine ganze Batterie hier von weggeballert, ne? Das geht natürlich gar nicht. Beiseite, Schergen der Nacht. Da ist sie. Und da oben wollte ich so ein F1 drauf machen. Also FS, Formel Schweins, nicht F1. Ja, Wolle schon wieder nachgewachsen. Wir haben aber auch einen Teil Wolle da. So ist es nicht. Und aus dem Rest machen wir jetzt einfach mal Tintensäcke. Quatsch, aus den Tintensäcken und der restlichen Wolle machen wir jetzt einfach mal schwarze Wolle. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Bestimmt total weit. Total brutal weit auch. So. Einmal rum. Ja. Was? Ach so. War das so? Ja. 30. Wir hatten doch hier irgendwo noch welche von den Fischis. Waren die hinten im See oder so? Ich vertue mich da immer wieder beim Färben mit den Fischen. Ne, hier waren keine Tintenfische, es sind nur Enten, also Hühner drin. Ah, da hinten ist noch mehr, da könnten wir uns eventuell noch ein paar mehr holen. Haha. Hier ist unser Kiesbett. Davon müssen wir dann auch noch ein paar anlegen. Wir haben ja noch bis März Zeit. Ist ja nicht so, dass morgen die Formel Schwein startet. Deshalb brauchen wir uns hier auch jetzt nicht. Brauchen wir wirklich nicht. Uns abhetzen. So. Ja. Oh ja, es wimmelt. Es wimmelt hier von Tintenfischen. Naja, fangen wir erstmal an. Fangen wir erstmal an, die Leinwand zu bauen, würde ich sagen.
Dann können wir noch ein paar Dinge für später holen. Das war ganz schön eng eben. Das Lied von Zordan. Juhu, ich freue mich ja. Nast. Oh. Und durch Start und Ziel. Und ich weiß nicht, warum diese eine Tür immer nicht aufgeht. Hier, das hier. Das klemmt irgendwie. Da müssen wir auch nochmal nachgucken. Was war denn das eben? War da... Hä? Okay. Nicht drüber nachdenken. Wir gehen erstmal hoch. Und die Folge ist schon wieder um. Verdammt. Da. Ich gucke mal ganz kurz in die Kisten hier rein. Da haben wir nur Schießpulver. Da ist mir noch nichts. Gute Nacht. Ist noch nicht so weit. Ich würde die ganz gerne an so Säulen aufhängen. Aber das zeige ich euch gleich. Die Videoleinwand. Also Freunde, ein neuer Tag in Hundsgrab. Und ich sage, liebe Leute, gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft. Und auf Wiedersehen.